kann ja an Weihnachten auf vieles verzichten, aber auf eine Sache nicht. Und das sind die leuchtenden Kinderaugen. Und damit das so bleibt, gibt's ein paar Engelschmatzer. No. Und mit der Butter geht's los. Zucker dazu. Mehl, ein Prisele Zimt, Kakaopulver und Vanillezucker. Und dann wieder alles schön mit den Händen verknete. Guck, eins fix ist das fertig. Und dann brauche ich wieder meine Abstandshalter für den Teig. Das habt ihr schon in den anderen Videos gesehen. Dann mehlen wir uns ein bisschen der Arbeitsfläche. Und dann kommt er da drauf. Und dann wird es schön ausgerollt. Und jetzt brauche ich dann mein Backtablett. Das habe ich schon mal vorbereitet mit ein bisschen Backpapier. Das ist das mit den Löchern hier hinten drin. Oder unten, besser gesagt. Das sind die Kekse, die nehme ich auch schön gleichmäßig immer durch. Und jetzt stechen wir uns dann mit so einem runden Ausstecher. Könnt ihr so Blümchen nehmen oder halt auch andere Formen. Einfach ein paar aus. Und die legen wir dann da schön nebeneinander drauf. Den Rest wieder ein bisschen zusammenknete. Rolle, rolle, rolle. Und weiter geht's. Mensch, da kommen ja mehr raus, als ich gedacht habe, du. Sixt. Und dann können wir schon weitermachen für den Eischnee. Und da brauchen wir natürlich zwei Eiweiß. Nein, ins Maschinenle. Und los geht's. Gleiche Prise Salz dazu. Wenn es ein bisschen anfängt, schaumig zu werden, langsam den Zucker reinrieseln. Und das dauert jetzt so 5 bis 8 Minuten. Und da heizen wir schon mal den Ofen vor. Schau mal, wie schön der steht, wie eine Eins. Und ganz wichtig ist immer, dass man zwischen den Fingern hier keine Kristalle vom Zucker mehr spürt, dann ist sie genau richtig. Ne? Und jetzt füllen wir uns in so einen Spritzbeutel ab mit so einer kleinen Sterndülle davon. So, den haben wir jetzt noch mal kurz in den Kühlschrank. Und jetzt brauchen wir auch schon unsere Plätzchen, weil da kommen nämlich die Toffifee oben drauf und zwar verkehrt rum auf den dunklen Teich. Einige werden von euch auch die Feenküsse kennen, aber da ist ja der Mürbteich ohne drunter meistens hell. Ne? Und wir haben so ein bisschen Kakaopulver drin, Zimt, Vanillezucker. Ach, einfach herrlich, unser Engelschmatzer. Und dann brauchen wir auch schon unser Eischnee. Und drüber damit. Hey, Santa. The city is covered in snow tonight. Where did my love go? Santa, I'm waiting for him, but he's nowhere inside. Ihr habt's ja gesehen, ich hab unten angefangen, eine Spirale nach oben ziehen und jetzt geht's ab in den Ofen. Hört ihr das? Na, mit so einem Schmatzer vom Engel kann doch nichts schiefgehen an Weihnachten. Backt's unbedingt nach, die sind so lecker. Ciao, macht's gut!